Die DHV-News vom 31. Juli 2020. Daniela Ludwig, Anti-Cannabis-Beauftragte der Unionsfraktion. Drogen und Corona. Herzlich willkommen bei den DHV-News. Ihr habt es mitgekriegt, Biden, das ist der nächste amerikanische Präsident und der ist auch noch Thema dieser Sendung, aber etwas später. Letzte Woche habe ich ja hier in den Vorbemerkungen gesagt, mach doch mal abomäßig die 145.000 voll. Da haben noch 500 Abos gefehlt zu 145 und ja, dann irgendwann Richtung 150 dann irgendwann mal kommen. Ja, ihr habt nicht 500 voll gemacht, sondern 4.000 Abos draufgelegt innerhalb einer Woche. Unglaublich. Jetzt sind wir schon bald bei 150. Also wer jetzt das zufällig nicht mitgekriegt haben sollte und auch noch nicht abonniert hat, ja, abonniert mal diesen Kanal für den Hanfverband, für die Legalisierung von Cannabis. 150 ist eine super Zahl. Und kaum waren die letzten DHV-News online, hat schon wieder unsere Drogenbeauftragte Daniela Ludwig neuen Stoff geliefert. Diesmal geht es um eine Anfrage per Informationsfreiheitsgesetz. Und bezog sich auf eine Aussage von Daniela Ludwig im Gesundheitsausschuss. Da gab es eine Anhörung am 27. Mai. Und da hat sie gesagt, auf eine Legalized-Frage der Opposition hin, dass für jedes Pro-Argument für die Cannabis-Legalisierung es ein Gegenargument gäbe, das dieses dann entkräftet. So dass sie halt nicht für Legalisierung ist, weil eigentlich alle Pro-Argumente gibt es super Gegenargumente. Und da hat dann eben jemand auf Frag den Staat nach Informationsfreiheitsgesetz nachgefragt und meinte, ja, wenn sie das so sagt, dann muss es ja im Gesundheitsministerium irgendwo eine Aufstellung dieser Argumente geben. Und die Person wollte dann eine nummerierte Liste mit allen Argumenten, die für eine Cannabis-Legalisierung sprechen und eine nummerierte Liste mit Argumenten, die gegen eine Cannabis-Legalisierung sprechen. Und die jeweiligen Quellen und genauen Angaben und so weiter wollte die Person dann haben. Ja, und tatsächlich gab es eine Antwort darauf. Da hat nämlich das Büro von Daniela Ludwig einen Brief vorgelegt an ihre Kollegen der Unionsfraktion, also die Bundestagsabgeordneten von CDU und CSU. Und dieser Brief ist von Februar 2020. Er war gerade ganz frisch, dieses Positionspapier der SPD-Fraktion zu Cannabispolitik verabschiedet worden. Und darum ging es dann auch im Prinzip. Das spricht sie an in dem Brief an ihre Fraktionskollegen, dass die SPD ja jetzt die Konsumenten entkriminalisieren will und dass die SPD kommunale Modellprojekte zur Cannabisabgabe haben will. Sie schreibt auch, dass Grüne, FDP und Linke auch für die Legalisierung sind von Cannabis und dass da jetzt eine Diskussion halt auf sie zukommt, auf die Unionsfraktion. Und sie schrieb dann auch, sie will nur informieren mit diesem Brief, vorbereiten auf die Diskussion, aber keine Entscheidung vorgeben oder so. Aber der Brief ist halt total einseitig, letztendlich natürlich gegen Legalisierung. Verstehen Sie, wir haben zwei Volksdrogen. Ich brauche keine dritte. Brauche einfach keine dritte. Ich sehe keinen Grund. Und es sind aber doch auch viele richtige Aussagen dabei, muss man sagen. Sie beschreibt also erstmal ellenlang, was ist Cannabis, was sind da alles für Risiken dabei, also jede Menge Risiken, die sie aufzählt, die im Grunde im Einzelnen, im Wesentlichen so auch stimmen, aber natürlich auch nicht in Verhältnis gesetzt werden mit den Risiken bei Alkohol oder so, sondern einfach so dastehen gelassen werden, wie immer in dieser ganzen Debatte. Und dann so ein paar kleine Feinheiten vielleicht, wo man sagen könnte, da schreibt sie, was ist Cannabis? Die Antwort, Cannabis wird aus der Hanfpflanze gemacht. Genau genommen ist natürlich Cannabis der lateinische Name für die Hanfpflanze. Das wird nicht daraus gemacht, sondern das ist die Hanfpflanze im Prinzip. Aber umgangssprachlich kann man natürlich dann auch zu Hasch und Marihuana Cannabis sagen, weil das halt alles von der Hanfpflanze kommt. Insofern geschenkt, ja, passt schon. Aber wenn es dann dazu kommt, zu diesen Argumenten, da kommt also eine Seite mit 5 Argumenten für die Legalisierung, wo Frau Ludwig scheinbar der Meinung ist, das sind die wichtigsten 5 Argumente für die Legalisierung unsererseits und die entkräftet sie dann da, alles in ganz wenigen Sätzen sozusagen. Einerseits die Behauptung, Cannabis ist harmlos, wäre eins der 5 Top-Argumente für die Legalisierung. Ist natürlich Blödsinn, da behauptet ja niemand, dass Cannabis harmlos ist, wir schon gar nicht, aber auch sonst eigentlich eher kaum jemand. Und das kann sie natürlich locker widerlegen, genauso wie Cannabis ist Medizin. Ja, das ist vielleicht ein Argument dafür, dass Cannabis nicht 100% der Konsumenten
in die Gosse führt und manchen vielleicht auch hilft, aber ist jetzt nicht unbedingt ein Argument für die Legalisierung, weil man kann ja Cannabis auch alleine als Medizin nur zugänglich machen, ohne Genussmittel sozusagen. Also auch das kann sie super entkräften. Ja, ist vollkommen egal, ob das Medizin ist oder nicht, gehört auch so legalisiert. Dann Tabak ist gefährlicher, deswegen muss Cannabis legalisiert werden. Das ist auch eins der Argumente. Das finde ich schon eher interessant, ja, weil ja umgekehrt immer gesagt wird, Cannabis gehört verboten, weil es so gefährlich ist, wegen der ganzen Gefahren, auch in diesem Brief. Aber ihre Schlussfolgerung, ihre Antwort darauf ist auf Brokkoli-Niveau. Da sagt sie dann halt, bloß weil Tabak und Alkohol auch gefährlich sind, ist Cannabis halt noch lange nicht harmlos. Nur weil Alkohol gefährlich ist, unbestritten, ist Cannabis kein Brokkoli. Okay? Ja, hat ja auch niemand behauptet, aber die ungleiche rechtliche Behandlung ist halt sinnlos. Ja. Dann Kanada wird als Beispiel genannt dafür, dass eben doch nach der Legalisierung die Konsumrate steigt. Nur, also die Probierkonsumenten steigen, ja, also die Erstkonsumenten, Probierkonsumenten, die haben sich fast verdoppelt, zumindest kurz nach der Shop-Öffnung. Das sind allerdings alles Leute über 25, überwiegend Männer oberhalb von 45 Jahren. Und bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen unter 25 hat sich eben keine Erhöhung ergeben. Das schreibt Frau Lutzig wiederum natürlich nicht da rein, obwohl sie ja gerade letztens noch behauptet hat, dass ihr insbesondere um die Jugendlichen geht. Ich glaube, ich habe schon gerade sehr deutlich gesagt, wenn ich den Jugendschutz in den Mittelpunkt stelle, dann sind weder Legalisierungsmodelle noch Modelle einer staatlichen Abgabe geeignet, den Jugendschutz herbeizuführen. Jetzt versuche ich es zum dritten Mal. Alkohol ist gefährlich, Cannabis auch, insbesondere für Jugendliche. Und deswegen geht mein Schwerpunkt dahin, die Jugend davor zu schützen, zu glauben, dass sie mit Cannabis ein harmloses Kraut konsumiert. Dann hat sie noch das Argument rausgepickt, dass die Strafverfolgung wegfallen würde durch Legalisierung und dann auch die Polizei entlastet werden würde und die Justiz. Stimmt natürlich, aber dem hält sie entgegen, dass dafür man ja nicht legalisieren müsste, also einen Handel zugänglich machen in Fachgeschäften und so weiter, sondern es würde reichen, wenn man die Konsumenten nicht mehr jagt und dann hat man natürlich einen größten Teil der Strafverfahren wegen Cannabis nicht mehr. Das stimmt natürlich soweit. Also lest es euch ruhig mal selbst durch. Ich habe den Link mal wieder wie immer in die Videobeschreibung gepackt. Es sind nur 3 kurze Seiten, ja, ist gar nicht so viel. Aber immerhin quasi ein Konzentrat von allem, was Frau Ludwig in einem halben Jahr als Drogenbeauftragte so alles über Cannabis gelernt hat. Könnt ihr mal gucken, was dabei rausgekommen ist. Ich biete auch sonst gerne mal an, mit Frau Ludwig in eine Talkshow zu gehen, nochmal die Argumente aufzudröseln. Da kann sie nochmal mitschreiben, was denn jetzt wirklich unsere Argumente für die Legalisierung von Cannabis sind. Ansonsten wäre der ganze Brief an die Fraktion natürlich gar nicht nötig gewesen, weil die warten wahrscheinlich heute noch drauf, dass die SPD mit ihrem Positionspapier mal ankommt und darüber reden will, über das Thema Cannabis. Man kann natürlich nicht davon ausgehen, dass bloß weil die SPD eine Position beschlossen hat, dass sie da jetzt auch irgendwie handeln wollen. Ja? Ist ja die SPD, da braucht man ja, kann man ja noch 5 Jahre drauf warten, bis sie da irgendwann mit ankommen. Insofern, ja, wie gesagt, den Brief hätte sie sich sparen können. Manche fragen sich jetzt noch, wieso schreibt die nur an ihre eigene Fraktion, CDU, CSU? Sie ist doch Drogenbeauftragte der Bundesregierung und sollte dann ja auch die ganze Regierung vertreten und ja doch zumindest dann auch die SPD-Fraktion. Die anderen sind ja nicht in der Regierung, insofern okay. Man kann natürlich auch sagen, die spricht für den Staat, na, wie auch immer. Das ist aber tatsächlich gar nicht so ungewöhnlich. Das machen die alle so. Ja? Wir haben ja auch schon Drogenbeauftragte von den anderen Parteien gehabt, also zuletzt insbesondere SPD und FDP. Und die haben alle im Prinzip dann keinen drogenpolitischen Sprecher mehr in ihrer Fraktion gehabt, wenn sie die Drogenbeauftragte der Regierung hatten. Dann hat die nämlich auch für die Parteifraktion mitgesprochen. Das ist also normal, genauso wie der Jens Spahn als Gesundheitsminister ganz klar ein CDU-Mann ist und nicht irgendwie ein neutraler Regierungsvertreter. Insofern ist schon in Ordnung. Sie ist ja auch für andere dann entsprechend Feindbild und so weiter mit ihren Positionen für die anderen Konkurrenten im Bundestag. Kann man schon so machen. Außerdem ist sie auch selbst noch Mitglied im Bundestag. Sie ist ja nicht nur Regierungsvertreterin, sondern auch im Bundestag Abgeordnete und vertritt auch ihren Wahlkreis Rosenheim und postet insofern auch nicht nur drogenbezogene Dinge in sozialen Medien, sondern auch mal irgendwas über eine neue Straße in Rosenheim oder so. Auch in Ordnung, ja, braucht euch nicht drüber aufregen, das gehört dazu.
Ein Punkt noch muss man ja sagen, das ist erstaunlich transparent hier, dass sie diesen Brief überhaupt veröffentlicht hat und rausgeschickt hat an die Fraktion. Dafür erstmal Pluspunkt, ja, das ist offen, vorbildlich, transparent, das finde ich gut, auch wenn der Inhalt des Briefes, naja, wie gesagt, lest mal durch. Nur der letzte Hinweis, das letzte Argument, weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert eben, die Entkriminalisierung der Konsumenten, gegen die hat sie nicht argumentiert. Nur gegen Legalisierung und hat gesagt, ja gut, diese Entlastung der Justiz könnte man auch mit einer Entkriminalisierung hinkriegen. Und damit kokettiert sie ja manchmal so ein bisschen, dass sie ja vielleicht irgendwie für die Entkriminalisierung der Konsumenten ist. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, wofür ich Sympathie habe, ist das portugiesische Modell der Entkriminalisierung. Das allerdings hat wieder einen Dämpfer gekriegt jetzt. Wahlkreis Rosenheim, ich habe es gerade erwähnt. In Rosenheim gab es nämlich eine große Drogenrazzia. Rosenheim 24 titelt dann auch, war der Einsatz verhältnismäßig? Danach ist viel diskutiert worden, kommentiert worden und so weiter, ob das denn so in Ordnung ist. Ganz konkret, am 21. Juli wurden im Landkreis insgesamt 22 Hausdurchsuchungen durchgeführt mit 23 Verdächtigen. Denen wird Besitz und Handel von Betäubungsmitteln vorgeworfen. Also auch teilweise wahrscheinlich nur Besitz, nur Konsument zu sein, nicht Händler zu sein, Hausdurchsuchung. Und die Polizei hat von mehrmonatigen Ermittlungen gesprochen, bis sie überhaupt diese 23 Verdächtigen alle ausgeforscht hatten, haben wahrscheinlich Handys gehackt und was weiß ich nicht alles, Riesengedöns. Sehr viel Justizarbeit eben auch reingeflossen, sehr viel Polizeiarbeit reingeflossen, Zeit. Und am Ende ist rausgekommen, ein unterer dreistelliger Grammbereich an Cannabis und einige unerlaubte Waffen. Wobei man da auch wissen muss, unerlaubte Waffen, das können auch so Pfadfindermesser sein oder so. Steht nicht dabei, was für Waffen. Und unterer dreistelliger Bereich, na, waren es vielleicht 230 Gramm. 10 Gramm pro Tatverdächtiger, das geht in Berlin noch als geringe Menge durch, Verfahren eingestellt. Also kann man sich schon die Frage stellen, ist das wirklich verhältnismäßig, dieser Einsatz? Dazu wird Frau Ludwig interviewt in diesem Artikel. Link, wie immer, findet ihr. Und sie gibt nur wieder, dass das eben normales Polizeihandeln ist, dass Cannabis nun mal verboten ist und dass Gesetze, die nun mal existieren, auch durchgesetzt werden müssen und dass man sich nicht aussuchen kann, welches man durchsetzt, welches nicht, war ihre erste Antwort. Und dann die sie interviewt, gibt ihr nochmal die Chance, ja, ja, sicher, aber meinen Sie nicht, das ist vielleicht doch ein bisschen unverhältnismäßig? Nö, die müssen halt durchsetzen und so weiter. Sie sagt doch nicht, da kann man ja das Gesetz mal ändern, wir lassen uns mal wenigstens die Konsumenten entkriminalisieren. Kein Wort dazu, kein Friedensangebot an Cannabiskonsumenten. Sie trägt damit zum Krieg gegen Hanffreunde bei und will gleichzeitig mit einer coolen Präventionskampagne dieselben Leute erreichen. So wird es nichts, würde ich mal annehmen. Kennst du das auch? Du bekommst immer wieder schlechtes Gras? Gar kein Gras oder sogar gestrecktes? Bei einer Legalisierung könntest du jetzt in ein schönes Geschäft gehen, dich beraten lassen und dir eine Sorte aussuchen. Oder gleich im Garten selbst anbauen. Quasi Bio. Du hast den Schwarzmarkt und die Probleme satt? Und willst endlich legales Gras? Wir kämpfen dafür und brauchen dich. Hilf jetzt mit deiner Spende oder Mitgliedschaft und mach mit uns Legalisierung möglich. Für nur 5 Euro pro Monat. Schluss mit Krimi. Cannabis normal. Einfach online anmelden unter www.handverband.de/unterstützen. Link in der Infobox. Es gibt bisher wenig Erkenntnisse darüber, wie sich Drogenkonsum in der Corona-Krise im Lockdown entwickelt hat. Da ist immer mal spekuliert worden. Zum Beispiel, dass eben der Kauf von Alkohol zugenommen hat in dieser Zeit, haben schon alle auch die ganzen Handfreunde gesagt, oh, jetzt der Alkoholkonsum nimmt zu und die Regierung ist gar nicht dramatisiert unterwegs. Und Ludwig hat da auch gesagt, naja, Kauf ist halt nicht gleich Konsum, ne? Wissen wir nicht. Hat sie auch recht. Genau wie Cannabis viel mehr verkauft worden ist, kurz vorm Lockdown, da gab es ja riesige Schlangen bei den holländischen Coffeeshops und auch in den USA vor den Dispensaries. Weiß man nicht, ob das so Klopapier-ähnliche Hamsterkäufe waren oder ob die Leute wirklich mehr konsumiert haben, es vorhatten. Jetzt gibt es eine Untersuchung dazu aus Österreich von Checkit. Das sind die Leute, die Pillen testen und so weiter, Drugchecker. Von daher, wenn auf deren Online-Seite eine Online-Umfrage ist, ist natürlich jetzt kein repräsentativer Querschnitt der österreichischen Gesellschaft, sondern eben Leute, die Checkit erreicht.
Da waren 337 befragte Personen dabei und 44% von denen haben gesagt, dass sie häufiger als zuvor Substanzen konsumieren. Ein Viertel von denen hat nichts verändert, 22% nehmen weniger Substanzen zu sich, 4% haben ihn ganz eingestellt. Also sehr unterschiedliches Bild, aber in der Tendenz mehr Konsum und auch in der Dosis. Ungefähr ein Drittel gab an, dosismäßig größere Mengen zu konsumieren. Und von denen, die mehr konsumieren als vorher, haben 63% Cannabis mehr konsumiert. Das war also der Gewinner sozusagen von den ganzen Substanzen, die da jetzt mehr konsumiert worden sind in der Lockdown-Zeit. Und auf Platz 2 kam dann schon Alkohol, was laut den Studienleuten an der legalen Verfügbarkeit liegt, weil dann andere Substanzen schlechter zu bekommen waren. Und dann kommt Speed, Amphetamin, an dritter Stelle mit 16% dieser Befragten, die das mehr konsumiert haben. Und dann kommen Opioide mit 9%, Ecstasy, Nikotin, jeweils 8%. Und ein Fünftel von denen hat die Substanz gewechselt. Die haben zu anderen Substanzen gegriffen. Insbesondere Alkohol 32%, Cannabis 16% und LSD 13%. Tatsächlich kommt an dritter Stelle. LSD ist die Shootingstar der Lockdown-Zeit scheinbar. Und dann kommen wir mal zu den Gründen, warum das jetzt so ist. Nämlich die Zeit vor allen Dingen. Die Leute haben mit 28% angegeben, dass sie einfach Zeit haben, in Ruhe Drogen zu nehmen sozusagen. Und deswegen haben sie eben auch sowas wie Pilze und LSD mal ausprobiert, weil das normal in den Alltag schwer integrierbar ist, eine lange, heftige Erfahrung irgendwie, da muss man mal Ruhe für und so weiter. Haben die sich dann halt da genommen, die Leute. Oder ich muss nicht Auto fahren, ich habe Homeoffice. Auch ein Grund, mal vielleicht irgendwie das eine oder andere Tütchen mehr zu rauchen. Und 27% haben gesagt, aus Langeweile war das Motiv, mehr Drogen zu konsumieren. Also nicht das wichtigste Argument. Und an dritter Stelle mit 18% tatsächlich dann psychische Belastung. Also soziale Isolation und so weiter, auch Stress mit Familie, wie auch immer. Also Problembewältigung sozusagen, also das schwierigste Thema beim Drogenkonsum, was am schnellsten zu Problemen führt. Und diese ganzen Schwierigkeiten und Veränderungen und so weiter auf dem Markt, also an Drogen ranzukommen, ne, und dieses Mehrkonsum und so weiter, trotzdem haben 71,5% gesagt, sie machen sich keine Sorgen um ihren eigenen Konsum, haben nicht das Gefühl, dass das jetzt irgendwie ein Problem ist. Nur 4% sind richtig besorgt und 23% ein bisschen. Ja, aber die meisten, über 70%, probieren da ganz locker mal aus. Mehr dazu in dem Artikel im Standard in der Videobeschreibung. Erste Mal, dass wir dazu irgendwie vernünftige Daten bekommen. So, und jetzt kommt der Biden, der Joe Biden und die Demokraten in den USA. Habe ich öfter mal die Frage, die da so reinkommt irgendwie, naja, wenn Biden jetzt gewinnt, dann wird doch Cannabis legalisiert bestimmt und so. Wäre auch naheliegend, weil die Mehrheit ist ganz klar in der Bevölkerung da in den USA. Seit längerem sind über 60% der Befragten regelmäßig USA-weit also für die Legalisierung von Cannabis. Und es sind immer dann zu einer riesen Mehrheit die Anhänger der Demokraten, nicht die von Trumps Republikanern. Aber sie sind da ein bisschen quasi jetzt davor stehen geblieben, sowohl Joe Biden als Kandidat mit seiner Position, ja auch bekannt, dass er jetzt nicht der radikalste von den Demokraten ist, die da aufgestellt waren, gegen die er sich durchgesetzt hat, aber auch die Partei selbst, die haben jetzt auch so eine Art Wahlprogramm, das ist jetzt im Entwurf fertig, da wurde jetzt nochmal der Entwurf abgestimmt, das muss jetzt nochmal durch einen Beschlussparteitag durch, aber es ist unwahrscheinlich, dass das da nochmal aufgemacht wird, das Paket. Und die haben sich im Prinzip Bidens Position angeschlossen. Das heißt, die fordern in den ganzen USA Medizin, Cannabis als Medizin zu legalisieren. Ist ja auch noch nicht in allen Bundesstaaten so. Sie wollen die Konsumenten entkriminalisieren und alle Einträge löschen, die es dazu gibt in den ganzen Dateien und so weiter, bei den ganzen bösen Cannabis-Straftätern einfach die ganzen Einträge löschen. Machen ja auch viele Bundesstaaten mittlerweile in den USA. Und über das Genussmittel Cannabis sollen die einzelnen Staaten selbst entscheiden dürfen. Was sie ja faktisch jetzt schon mehr oder weniger machen. Ja, da gibt noch ein paar Probleme mit den Banken und so, aber im Grunde legalisiert ja ein Bundesstaat nach dem anderen. Von daher ist das jetzt nicht gerade revolutionär, dass sie sagen, ja, die dürfen das. Ein bisschen lasch finde ich das. Ja, wäre schön, wenn die jetzt mal klar reingehen würden in die Wahl.
Insofern ist auch klar, dass mit einer vollständigen Legalisierung auch nach der nächsten Präsidentschaftswahl nicht zu rechnen ist. Ich habe eh nicht damit gerechnet, ja, aber viele andere. Und das wird noch ein bisschen dauern. Andererseits, ein paar Staaten werden dann trotzdem im November auch dazukommen. Zusammen mit den Präsidentschaftswahlen gibt es nämlich Volksabstimmungen in manchen Staaten über Cannabis-Legalisierung. Dazu komme ich dann demnächst mal ausführlicher, wenn klar ist, wer jetzt wirklich alles dabei ist. Manche Abstimmungen sind auch über Corona quasi über den Jordan gegangen, weil die nicht genug Zeit hatten zum Stimmen sammeln mit Infoständen und so, durften die halt nicht, konnten die nicht. Naja, aber ein paar sind übrig und das bleibt spannend, erzähle ich jetzt hier noch nicht. Ich gehe davon aus, dass wir dieses Jahr noch weitere legale US-Bundesstaaten dazuzählen dürfen. Zum Thema Guerilla-Growing hatte ich das Thema Blühstreifen jetzt schon, ich glaube, zweimal hier dieses Jahr schon in den News, dass Hanfpflanzen in Blühstreifen aufgetaucht sind, mal sonst ja oft irgendwie in den Innenstädten, in Blumenkästen oder so. Dieses Jahr sind die Blühstreifen irgendwie in und alle haben wieder gerätselt, waren das irgendwelche Scherzkekse, was weiß ich, protestierende Hanffreunde oder Vögel oder so. Und dazu kriege ich jetzt einen kleinen Ausschnitt aus der Hessenschau über diese Fälle in Usingen. Ein Landwirt in Usingen-Michelbach im Hochtaunuskreis hat sich offenbar nicht nur auf klassischen Ackerbau spezialisiert. Eine Spaziergängerin entdeckte eine Cannabisplantage. Auf einem Acker wachsen dort gleichmäßig verteilt über 100 Hanfpflanzen. Der Landwirt hatte der Polizei gleich angeboten, die Pflanzen umgehend zu vernichten. Das lehnten die Beamten ab. Stattdessen wurden weitere Untersuchungen eingeleitet. Ja, am Ende waren es sogar 1000 Pflanzen, die sie da gefunden haben. Nicht nur 100, also eine Riesenmenge. Und jetzt wird der Landwirt natürlich erstmal kritisch betrachtet, ob das nicht doch irgendwie ein böser Drogengangster ist. Die Polizei sucht wahrscheinlich jetzt nach Fingerabdrücken auf den Blättern der Hanfpflanzen. Aber die Blumensamenmischungen für Blühstreifen, die waren auch schon mal im Verdacht, da jetzt irgendwie mit dem Hanf was zu tun haben, Und vielleicht ist das Rätsel gelöst. Ich zitiere nämlich die Zeitung Top Agrar. Der Kreis Bauernverband Hochtaunus e.V. teilt gegenüber Top Agrar mit. Nach unseren Informationen hat ein Saatguthersteller vor einiger Zeit versehentlich Hanf statt Senf in eine Blühmischung gemischt. Ja, es war sogar kein Hanffreund, der sich als Guerilla-Grower strafbar gemacht hat in Sachen Blühstreifen. So simpel ist es manchmal. Hanf statt Senf. Das kann ja mal passieren, wenn man nicht genau aufpasst, dass man die beiden Worte verwechselt. Die sind ja auch schließlich beide mit Nf. Und die Hanffahne vor dem Rathaus in Bargteheide ist mein letztes Thema für heute. Da haben wir ein paar Bilder reingekriegt per E-Mail. Gibt es gar keine offizielle Quelle zu dem Thema. Ausnahmsweise kein Link in der Videobeschreibung, sondern ich erzähle es einfach hier. Die haben nämlich einfach nachts den Fahnenmast vor dem Rathaus gekapert. Die Hanffreunde da, eine Gruppe von Freunden, die alle erwachsen sind, sich schon ewig kennen und so weiter, politisch interessiert, politisch aktiv und wollen halt eben auch in Sachen Cannabis-Legalisierung mal vorankommen und wollten mit der Flagge vor dem Rathaus mal Flagge zeigen für die Legalisierung und darauf aufmerksam machen. Und dann gab es eine dicke Diskussion auf Facebook, als dann die Bilder von von der Fahne da irgendwie rumgingen. Und der Hausmeister vom Rathaus war wohl was genervt, da er jetzt die Fahne da wieder von dem hohen Mast runterholen musste. Aber der Referent der Bürgermeisterin von Bargteheide hat dann in dieser Facebook-Diskussion gesagt, die Leute können sich die Fahne wieder abholen im Fundbüro, im Rathaus. Und das haben die Kollegen Hanffreunde in Bargteheide tatsächlich gemacht. Und die sind nicht verhaftet worden dabei. Die sind weiter auf freiem Fuß. Cooles Rathaus. Wäre wahrscheinlich in Rosenheim anders gelaufen. Und damit komme ich jetzt zu den Terminen. Die Ortsgruppen sind wieder rege aktiv. Ein Treffen der Ortsgruppe in Regensburg am 2. August, in Rhein-Neckar am 3. August. Da in Rhein-Neckar ist nämlich ein offenes Online-Treffen der Ortsgruppe am 3. August. In Stuttgart trifft sich die Ortsgruppe am 4. August. Und dann die Online-Hanfparade ist auch schon nächste Woche Samstag, 8. August. Ewig langer Livestream, 12 Uhr, ich bin auch dabei. Könnt ihr mal im Programm gucken, wann. Ich glaube, 14 Uhr, ein paar zerquetschte oder so, bisschen kurz, bisschen nach 14 Uhr, irgendwie so. Dann
Die Stuttgarter Gruppe macht ein offenes Grillen der Ortsgruppe zum entspannt Vorbeikommen. Muss man sich da mal per E-Mail melden, da wo das genau ist. Infos dazu in der Videobeschreibung, wie immer. Braunschweig trifft sich die Ortsgruppe am 11. August. Und jetzt nochmal Rhein-Neckar, deswegen habe ich es eben betont, dass das eben nämlich das offene Online-Treffen war am 3. August. Und das hier ist der offene Online-Hanftisch am 11. August. Da muss ich jetzt selber nochmal nachgucken, was ist jetzt der Unterschied zwischen Treffen und Hanftisch. Das Treffen hat eine Tagesordnung, ist strukturiert und so weiter, ist eine richtige Sitzung. Und der Hanftisch ist lockeres Beisammensein. Beides online. Und es gibt noch einen Infostand innerhalb der nächsten zwei Wochen in Regensburg. Jetzt bin ich fertig. Danke fürs lange Zuhören. Abonniert bitte den Kanal, wenn ihr das nicht gleich am Anfang schon gemacht habt. Mal sehen, ob die 150 jetzt auch noch voll wird bis nächste Woche. Aktiviert die Glocke, vergesst nicht, dass ihr Bescheid wisst, wenn wir ein neues Video haben. Und ja, damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag und einen geruhsamen Abend.